In vielen historischen Fahrzeugen kam anstelle einer Holzfurnierarbeit die sogenannte Bierlasurmalerei zum Einsatz. Der Vorteil ist, dass bei Erdfarben keine Verbleichungen eintreten können. Hier wird nun die Imitation eines Wurzelholzarmaturenteils gezeigt. Nachdem das blanke Blech mit Haftgrund lackiert wurde, wird eine Basisfarbe aufgetragen. Die Basisfarbe sollte die hellste Farbe sein. Für den weiteren Prozess wird nun Dunkelbier mit Farbpigment verrührt. Am besten verwendet man ca. 5 bis 6 verschiedene Abstufungen. Mit einem Schwamm wird nun die Lasur auf die vorbereitete Fläche aufgetragen. Wichtig ist dabei, dass immer nass gearbeitet wird. Die Farben sollen sich vermischen. Das Bier als Bindemittel ist aus einem bestimmten Grund gewählt. Der Alkohol verfliegt und zurück bleibt die gebundene Stärke, die als Bindemittel für die Farbpigmente dient. Wenn die Bierlasur getrocknet ist, sind die Pigmente fest und können später mit Klarlack überlackiert werden. Wenn der erste Lasurauftrag mit 2 verschiedenen Farben getrocknet ist, kann der nächste Lasurauftrag erfolgen. Man sollte sich einen Spezialpinsel zulegen oder aus einem alten Pinsel anfertigen. Einige Borsten stehen in Abständen länger heraus. Damit lassen sich die Maserungen malen oder in der flüssigen Farbe feine Maserungen einmalen. Die besten Ergebnisse erreicht man, wie bereits erwähnt, mit nassen Aufträgen. Die Basis für das Wurzelholzimitat ist nun geschaffen. Vor dem Lackauftrag wirkt die Farbe sehr blass und farblos. Die eigentliche Farbe kommt erst nach dem Auftrag des Klarlack zum Vorschein. Wenn nun alle Basisarbeiten erfolgt sind, wird in mehreren Schichten Klarlack aufgetragen.